Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Hier bin ich jetzt irgendwo auf dem Land und möchte euch einen Typ von Ampeln zeigen, die relativ wichtig sind, falls ihr mal unterwegs seid, und zwar die hier oben. Da steht nichts auf Englisch, da steht Oshibotan Shingo, was so viel heißt wie, das ist eine Ampel, die wird nur grün, wenn du auf den Knopf drückst, der an der Ampel dran ist. So sieht der Knopf aus, Leute. Hier ist er, auch da steht alles nur auf Japanisch drauf. Den müsst ihr drücken, damit das Ding am Ende dann auch für die Fußgänger grün wird. Wenn ihr das nicht drückt, wird die Ampel auch nicht grün. Das heißt, ihr steht hier ewig. Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, hier kommen so selten Autos vorbei. Da kann man auch einfach über Rot gehen. Das ist einfach vollkommen egal. Aber hier seht ihr, jetzt ist grün geworden. Aber die gibt es halt teilweise auch an Stellen, wo ein bisschen mehr Autos fahren. Und wenn man nicht weiß, dass es Ampeln gibt, auf die man draufdrücken muss, dann steht man da halt schon mal länger, bis vielleicht ein Japaner vorbeikommt, der einem sagt, oh ja, hier musst du eigentlich drücken. Also das ganz wichtig, schaut immer mal, wenn etwas über der Ampel so drüber steht, dann heißt das in der Regel, dass man drücken muss. So wird das Ganze hier auf Japanisch geschrieben, damit ihr es euch einprägen könnt. Oder ihr guckt halt, wenn ihr denkt, die Ampel wird nicht grün, guckt, ob die irgendwie da, ne, so einen gelben Schalter hat, dann wisst ihr Bescheid und könnt auch über die Ampel gehen, ohne dass es Probleme gibt. Wunderschöner Ort hier, Vlog dazu wird noch folgen. Wollte ich euch nur kurz sagen, damit ihr nicht komplett aufgeschmissen seid, wenn ihr mal am Land seid und so eine Ampel trefft. Vielen Dank fürs Zusehen, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr solche praktischen Infos aus Japan wollt, und bis zum nächsten Mal.